Über ein verbotenes Thema habe ich heute wieder gesprochen und was mein Gesprächspartner, ein bekannter Arzt in der Schweiz, Dr. Andreas Heißler, da gesagt hat, das kann ich hier nur ganz abstrakt umreißen, weil wir sonst akute Gefahr der Zensur laufen. Es ging um einen medizinischen Eingriff, Sie ahnen schon, um welchen es gehen könnte, um einen medizinischen Eingriff, der mit einer Spritze gemacht wird und darum, dass Herr Dr. Heißler da Zahlen hat und Erkenntnisse, die selbst mir den Schweiß auf die Stirn getrieben haben. Mehr kann ich hier nicht sagen. Was ich jetzt gesagt habe, war noch gar keine Information als Hinweis an die Zensoren. Wir haben uns nicht nur darüber unterhalten, wir haben uns auch darüber unterhalten, wie das Ganze in der Schweiz läuft, dass man da lacht inzwischen über die Deutschen, die Patienten von Herrn Dr. Heißler, die schütteln den Kopf, was in Deutschland passiert. Aber mit ganz so erhobenem Haupt können die Schweizer das auch nicht tun, denn was Herr Dr. Heißler selber erlebt hat, ist atemberaubend. Er durfte 4 Monate lang nicht mehr als Arzt arbeiten, weil er nicht alles hundertprozentig umgesetzt hat, was damals gefordert wurde. Und auch bis heute noch wird er angefeindet. Man wollte ihm die Existenz vernichten. Aber in der Schweiz war das dann doch nicht erfolgreich. Unglaubliche Geschichten, die er mir erzählt, die wir hier leider nicht bringen können wegen der Zensur, die ich aber im freien Internet auf Rumble und auf Odyssee veröffentlichen werde. Einfach unten den Link drücken und Herr Dr. Heißler hat jetzt die eigentlich unmögliche Aufgabe, in einer Minute oder kurz das zu erzählen, was das Wichtigste ist und dabei die Zensur zu umgehen. Bitte, Herr Doktor. Ja, ich hatte da wirklich jetzt ein schönes Interview mit dem Herrn Reitschuster, den ich schon lange verfolge und sehr, sehr bewundere. Und deswegen bin ich auch so glücklich, dass wir mal zusammengekommen sind. Und das ist eben auch das Schöne in der Situation. Ich fange mit was Positivem an, dass wir da uns vernetzen, dass wir uns kennenlernen. Und das gibt eine große Kraft. Und die Kraft brauchen wir auch, weil es passieren wirklich aus meiner Sicht schreckliche Dinge. Eine präventive Maßnahme in Spritzenform sorgt dafür, dass man ja plötzlich feststellt, es ist wirkungslos und es im Gegenteil, es drängt einem sich der Verdacht auf, dass es eine Erklärung geben könnte, warum es auch Übersterblichkeiten in verschiedenen Ländern gibt, auch in der Schweiz, das stellen wir fest. Und von daher ist das für mich so ein wichtiges Thema, dass ich da immer wieder drüber reden muss, auch als Arzt nach dem Prinzip nihil nutzere, also nicht schaden und Schaden abwenden von Patienten. Und Sie haben es angedeutet, was mir passiert ist. Und es ist auch anderen in der Schweiz und auch in vielen, auch in Deutschland, vielen Ärzten passiert, nach dem Motto, strafe ein, erziehe 100 oder noch mehr. Das funktioniert recht gut. Ja, und dennoch hat Herr Dr. Heißler eine optimistische Note zum Schluss gehabt. Das will ich Ihnen aber noch nicht verraten. Er ist optimistisch. Er glaubt, dass wir alle ein Happy End erleben werden oder je nach Status. Aber da wollen wir jetzt gar nicht anfangen und wir wünschen es wirklich allen. Aber bei diesem Happy End, da gehen Sie davon aus, dass es doch eine Aufklärung des Ganzen geben wird, was passiert ist. Aber schauen Sie sich das an im Interview. Nochmal Entschuldigung, dass wir zu diesem Affentheater, ich kann es anders nicht nennen, gezwungen sind hier, dass wir nicht wie erwachsene Menschen normal miteinander reden müssen, sondern dass wir hier über Umwege gehen müssen, ins Exil gehen müssen sozusagen, ins Virtuelle. Sie sehen, das regt mich so auf, dass ich mir sogar selber den Kopfhörer aus dem Ohr befördert habe. Aber die Emotionen kann man nicht abschalten. Und an Sie die große Bitte, kleiner Schritt für Sie, kleiner Mausklick für Sie, aber ein wichtiges Zeichen für die Meinungsfreiheit. Einfach unten hier in der Videobeschreibung kurz draufgehen. Ansonsten noch ein kleiner Mausklick und für Sie was Schönes und für mich was Hilfreiches. Die Unterstützer haben wieder eine neue Kollektion veröffentlicht, rechtzeitig zu Weihnachten, www.eine-frage-noch.de. Da gibt es nicht nur das hier, da gibt es ganz, ganz viel Neues. Jetzt auch bald schöne Fun-Shirts mit Sprüchen von Politikern, mit Waschlappen, Sie ahnen schon warum, und vielem anderen mehr. Also einfach da mal reinschauen und natürlich auch, wer es kann, unterstützen, weil wir keine Millionen für Werbung für eine bestimmte Spritze bekommen, keine GEZ-Gebühren schikaniert werden nach Strich und Faden mit der Reklame und nur von Ihnen leben. Also wenn Sie weiter solche Interviews anschauen wollen in beiden Internets, dann bitte auch unterstützen. Vielen Dank vor allem Ihnen, Herr Dr. Heißler. Ich wünsche Ihnen alles Gute und dass Sie auch rechtlich gewinnen, denn Sie verklagen auch noch die Schweizer Behörden, aber das alles im Interview. Vielen Dank. Reitschuster.de